So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball ZSR von Goku 2. Im letzten Part haben wir es bisher geschafft, sind zweimal gestorben. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall, das ist unser Status. Ich habe beide Charaktere auf Level 19 gebracht. Das heißt, sie haben jetzt echt viel Power und Son Gohan Schaden genommen. Das kann ich nicht dulden. Son Gohan, das gibt Energie wieder. Keine Angst. Keine Angst, Son Gohan. Du wirst gleich wieder fit sein. Hier können wir nämlich unsere Energie wieder aufladen. So. Das reicht. So. Jetzt durchrauschen. Kommt da einer? Nein, da können wir losmachen. Wow. So. Das zu überleben ist so schwer. So. 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 So, wie geht's denn weiter? Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach mal hier entlang. Scheiße, wir werden Schaden nehmen, Leute. So. 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 Wann können wir denn weiter? Jetzt! Es könnte ein ganz knapper Bossfight werden, Leute. Was willst du? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du die Bauern nicht von ihrem Land vertreiben sollst. Die Bauern haben genauso viel Recht, hier zu sein wie ihr. Ha, in dieser Gegend herrsche ich, kapiert? Und Menschen sind hier... Ich denke, willkommen, dieser Ort gehört den Dinosauriern. Und in wem gehörst du? So. Oh Gott. So. So. Komm her. So. Komm her. So. 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 Oh Gott. So. Komm schon, stirb. Stirb, 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 stirb. Stirb. Stirb, 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 stirb! Stirb, du Assi! Okay, okay. Ich gebe auf, ich tue, was ihr von mir verlangt. Wie soll ich wissen, ob du dein Wort auch hältst? Ich bin vielleicht nicht sehr gastfreundlich, aber ich bin ein Triceratops mit Ehre. Wir werden hier mit den Menschen in Frieden zusammenleben. Komm eines Tages wieder, dann kannst du die Felder des Dorfes wieder wachsen sehen. Lass mich jetzt in Ruhe, ich bin beleidigt. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den Boss besiegt und sind zurück. So. Manchmal ist es eine gute Idee, mit Leuten mehr als einmal zu reden. Wer weiß schon, was sie zu sagen haben. Du könntest Hinweise oder Informationen bekommen, die du nirgendwo sonst begibt. Oder vielleicht findest du ja einen neuen Freund. Ach, leck mich doch. Wir gehen weiter zurück. Auf jeden Fall wird jetzt was kommen, auf was ich dann später im EP noch hinaus möchte. Also bitte, vielleicht könnt ihr mir auch helfen. Oh Gott, er ist es. Freezer? Wie ist das möglich? Ich bin nicht Freezer. Ich bin sein Bruder Cooler. Freezer hat einen Bruder?
Allerdings, ich bin das letzte Mitglied, das letzte noch lebende Mitglied unserer Familie. Du und deine Freunde haben meinen Vater und meinen Bruder getötet. Ich wusste schon immer, dass sie kurzsichtige Idioten waren, aber sie gehörten trotzdem zu meiner Familie. Ich würde euch also vorteilen, wenn ich nicht gegen Son Goku kämpfen wollte. Wenn er genug Mumm hat, kann er mich auf neue Namen treffen. Ich werde mich rächen. Leute, das ist das Quest, was ich noch nie geschafft habe, Leute. Ich will das in den Let's Play schaffen. Und damit, und ich gebe euch mein Wort drauf, wir werden es schaffen. So. Und was müssen wir jetzt tun? Okay. Okay, was haben wir jetzt? Beim Bürgermeister. So. Dann gehen wir zum Bürgermeister. So, jetzt sind wir hier in der Mitte der Stadt. Jetzt können wir da reinrauschen. Erstmal speichern. Ja, wir werden cooler treffen. Das ist mein Ziel meines dieses Let's Plays mit. Für außerordentliche Tapferkeit und Mut vielleicht dir, Mr. Satan, hier mit den Schlüssel zu. Haltet ihn auf! Dieser Mann hat den Stadtschlüssel gestohlen. Mr. Satan, tu doch etwas. Wer ich? Ich kann nicht. Du kannst nichts tun? Warum? Ich war mit den Heinringen und einer hat mich ins Bein gebissen. Ich kann vor Schmerzen kaum gehen. Au! Komisch, vorhin konntest du noch ganz normal gehen. Die Schmerzen kommen und gehen. Aua! Alter, Mr. Satan, du bist so ein Vollidiot! Scheiß Vollidiot! Ja, er ist so ein Assi. Wir wechseln. Nein, wir bleiben auf Son Gohan. Son Gohan, tötet alle Menschen. Yeah. Ich weiß, wohin du willst, du verdammtes Arschloch. Du verdammtes Arschloch, bleib hier, Mann. Du bist so ein Arschloch, bleib hier. Der will nicht stehen bleiben, Mann. Den Assi kill ich. Du willst einen Mann verprügeln, bist du des Wahnsinns? Ich bin in des Wahnsinns. Nein. Ich tue nur so, als wäre ich des Wahnsinns. Gibt's hier mal was wir kriegen können? Ich habe gerade im Elektroladen einen neuen Fernseher erstanden. 789 Kanäle voll geflimmer. Ja. Es flimmert. Das sind Flimmerkisten. Guck mal in den Häusern. Vielleicht gibt es irgendwo Kapseln zu kriegen hier. Keine Kapsel. Nix. Rein. Eine GameCube. Du bist hier, um ein Interview mit mir zu führen, nicht wahr? Ich bin nicht der weltweit führende Mr. Satan-Experte. Hallo, GameCube, Game Boy Advance. Na, was geht so? Ja, jetzt rede ich ja sogar schon mit Konsolen. Das ist ja strange. Leute, gerade ist ein alter Mann zu schnell die Mauer hochgeklettert, dass wir keine Chance hatten, ihn zu schnappen. Der Bürgermeister hat uns gebeten, dich durchzulassen, damit du helfen kannst, ihn zu fangen. Leute, er hat uns geärgert, verarscht dadurch. Ich töte den Assi für euch. Keine Angst. Der Mix ist so geil. Ich glaube, das ist eine beste Facecam, dann würde ihr sehen, bevor ich ja abgehe. Die Musik geht ab, ich habe es nicht mehr gerne gehört, den Soundtrack. Fick dich. Die Musik ist so geil, schreibt es in die Kommentare, wie geil ihr den Soundtrack findet. So. Stirb. Und gib mir deine XP. Nein, das war's, ne? Okay, wir wissen jetzt, wie die Karte aussieht. Gut.
Aber ernsthaft, Leute, ich finde den Soundtrack astreine. Er ist so episch. Ich kann nicht besseres als episch sagen. Goldene Kapsel, Leute. Gut. So. Wir kriegen verdammt wenig XP, oder? Oder kommt mir das nur so vor, dass ich so wenig krieg? Könnte das vielleicht daran liegen, dass, naja, zu overpowered sind, oder wie jetzt? Ne, wir sind ja overpowered. Ich weiß, was overpowered heißt. Wir sind ja overpowered. Dieser Bandit hier hat's gewollt. Oh, geile Feinde. Stirb. Oh, ich bin so geil. Warum? Weil ich das Manöver da gemacht habe. So. Die Musik ist immer noch zum Schreien geil hier. So. So. So, er ist auch down. So. Wir sind in einem Sonnenabteil hier. Das scheint meine Bastion gewesen zu sein. Oder was weiß ich, eine Festung. Eine Kapsel, Leute. Wir haben jetzt wieder eine Stärkekapsel. Wie viele Kapseln haben wir eigentlich? Wir haben 4 Stärkekapseln plus 1. Wir haben eine plus 3. 2 Energiekapseln plus 1. Eine Ausdauerkapsel plus 1. Und eine Ausdauer plus 3. Ich weiß, ich bin verschwenderisch. Wollen wir Son Gohan eine geben? So, jetzt hat Son Gohan noch etwas mehr Angriffskraft. Oh, ich hab die Wand gerammt, es tut so weh. Du bist ein Saiyajin, du musst das aushalten. Du musst die ganzen Treffer einstecken, ne? Sei ein Mann und geh zu diesem Mann. Danke, dass du mich gerettet hast. Die Männer des Kriegsherrn haben mich hier für lange Zeit festgehalten. Ich habe eine Menge der Volksleute erledigt. Du solltest einen sicheren Weg vorfinden. Dem Himmel sei Dank, ich werde für immer in deiner Schuld stehen. Nimm das, ich habe es mir von einem der Gefolgsleute geschnappt. Goldene Kapsel! Jetzt haben wir 6 goldene Kapseln, Leute. Wie episch ist denn die Scheiße, wenn wir schon 6 haben? Das heißt, uns fehlen nur noch 19, dann haben wir alle goldenen Kapseln. Und wir haben noch nicht mal viel von der Story gemacht, wir sind nur noch ganz weit am Anfang, Leute. Echt? Klaro, glaubt ernsthaft, wir sind schon so weit vorangeschritten. Ich weiß, wie weit wir sind. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt, auch wenn ich es nur einmal gemacht habe und schon eine Weile her ist. Ich erinnere mich zum Teil noch an eine Story. Ich kenne mich immer noch nicht mehr in den Tasten aus, tut mir leid, Leute. Ich bin manchmal ein bisschen so dumm. Ich habe mich gerade als dumm beleidigt. Ich bin geil. Feinde. Und noch mehr XP. Werde ich mit Piccolo trainieren oder auf Level 20 springen? Wer weiß, ich weiß nicht, was mein krankes Gehirn im Schilde führt. So. Manchmal bin ich dumm wie Scheiße. Merkt ihr, ich drücke nicht die R-Taste, sondern irgendwas anderes. So. Töten wir erstmal den Assi hier. Er hat mich so dumm angeguckt, der auch hier. Wer hat mich noch nicht dumm angeguckt? Wer hat mich noch dumm angucken? Guckt mich an. Seht mich an, Leute, hier. Ich meine dir, nicht ihr. Ihr guckt mich schon die ganze Zeit an, wie ich hier Let's Play. Wir sind aber keine Facecam. Oh, das hätte ich auch bändigen müssen, aber na egal. Stirb. 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 Stirb, 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 stirb. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Haufen Feinde auseinandergenommen. Und müssten jetzt an der Küste sein, oder? Hier geht's wieder ordentlich so ab. Oh, geil, 3 Leute. Oh. Massige XP, Leute, hier. Ich glaub's nicht, was ich jetzt zu sehen bekomme. Okay, Feuer frei für die Techniken des Todes.
So. Wir bekommen jetzt wieder eine Kapsel. Du hast eine Stärkekapsel plus 1 gefunden. Ach, das ersetzt die, die wir eigentlich für so einen Gohan verbraucht haben. Wow, wir haben alle auf einen Schlag umgebracht. Weiter. Wir müssten eigentlich klar am Ziel sein unserer Reise. So. Speichern. Ich werde jetzt wechseln. Auf Piccolo. Weil Piccolo ist episch und so. Wir haben hier keine mehr. Geh mal rein. Du alter Sack, komm her. Ja, ich hab den Startschlüssel geklaut, aber ich hatte einen guten Grund dafür. Na klar. Ernsthaft, ich hab den Schlüssel gestohlen, weil Mr. Satin ihn einfach nicht verdient hat. Er behauptet, den Kriegsherrn besiegt zu haben, aber das stimmt nicht. Tag und Nacht sind die Männer des Kriegsherrn durch den Wald marschiert. Das hat mich verrückt gemacht. Seit 30 Jahren lebe ich hier. Da kann ich diese Villen doch nicht alles ruinieren lassen. Also bin ich zum Versteck des Kriegsherrn gegangen und habe es so richtig krachen lassen. Wum, bam, Handkante an den Hals. Und dann steht auf einmal dieser Mr. Satan da und lässt sich für meine Tat feiern. Das kann ja sein, aber du kannst trotzdem nicht einfach den Schlüssel stehlen. Ja, stimmt. Du kannst ihn wieder haben. Wo habe ich ihn denn? Auf dem Kamin? Nein. Im Kühlschrank? Nein. In der Kommode? Nein. Oh, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ihn in einer Höhle in der Wildnis versteckt. Die Höhle wird von einem Zauberspruch geschützt. Ich werde den Zauber für dich aufheben. Ja, Leute. Damit wir in die Höhle können und uns den Schlüssel holen. So, der Zauber ist gebrochen. Nimm den Schlüssel und verschwinde. Ja, Leute. Wer hier XP farmen möchte? Mal ernst, mal einfach mal so um die Runde gefragt. Muss einfach nur das machen. Und zwar, wenn ihr einen da ranfistet, kriegt ihr ein XP. Ist XP Farming. So. Hast du Langeweile? Ich hab Langeweile ohne Ende, Leute. Guck mal, ich schlag die ganze Zeit ein wie ein Irrer, nur um XP zu kriegen. So. Das sind schon mal XP weniger, oder? Gleich doch die Sache aus, ne? Eine Truhe. Ausdauerkapsel plus 3. Weiter geht's zurück ins wieder aufs Level. Machen wir noch weiter? Klar. Sagen wir noch, wir haben jetzt ja alle Items eingesammelt. Jetzt können wir uns sozusagen mit dem Kloppen, mit stumpfer Klopperei beschäftigen. Und zwar. Werde ich jetzt nur noch mich hier mit denen beschäftigen. Mit unseren Freundchen hier. Weil wir werden sowieso gleich wieder ein Level abkriegen. So. So. Hast du auch was zu sagen, Freundchen? Wo sind unsere Freundchen hier? So, die habe ich gegeben, aber so richtig. Hier haben wir wieder ein paar Items, die wir aufsammeln können, um uns wieder aufzuladen. Damit wir Muskeln ohne Ende haben. Muskeln. Das absolut wichtigste Thema auf der Welt. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder fast wieder ein Drittel aufgeladen, locker. Die Hälfte ist locker schon voll. So, ich bin langsam echt müde. Liegt nicht daran, dass ich zu lange gezockt habe. Dann ist es spät abends. Ich nehme spät abends hier auf, weil habe ich nämlich immer so meine Ruhe. Ja, abends habe ich immer Ruhe. Und nein, ich bin jetzt aus. Ich bin ja immer noch im Internat. Ich habe es nur gemütlich abends. Ich habe den ganzen Tag nämlich gekämpft wie noch an bestimmten technischen Problemen und so. Darum geht's jetzt hier nicht.
Dann wollen wir uns noch bis zum Ziel durchschlagen. Das ist das Letzte für heute. In diesem Part. Wir machen uns noch schnell einen Schlüssel holen und dann, ja. Ich frage mich immer noch, warum die in Käferform sind. Steht Dr. Gero auf Käfer? Am Ende ist er noch Käfer. Ja, ein Wissenschaftler, der sich sogar von Käfern ernährt, ist auch mal eine interessante Sache. Ich will es auch gern können, aber naja, ich darf es ja leider nicht. Hat einfach einen Grund, ich bin machtgeil, ich bin XP geil. Gibt es noch einen anderen Grund, deswegen stürze ich ja gerne diese Feinde. Level 20! Zählen wir uns meinen Status von neuen Spalten. So ein Gohan bringt die um, förmlich. So, Piccolo, du bist ein schwaches Arsch. Aber erst sagst du, du trainierst Son Gohan, damit du so stark bist wie ich. Und Son Gohan hat selbe Level wie du und ist stärker als du. Übrigens, wir haben fast die Hälfte des Maximallevels erreicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Falls auch nicht, dann müsst ihr es euch langsam auffallen. Okay, hier müsste irgendwo der Speicherpunkt sein. So. Da hinten müsste er sein. Da mal los. Wir haben es geschafft, Leute. Unser Ziel für diesen Part ist geschafft. Und damit speichere ich jetzt hier den Spielstand. Ja, wir haben heute eine Menge geschafft. Wir haben jetzt den König der Triceratops besiegt. Haben den Stadtschlüssel gefunden und zurückgeholt, haben beide Charaktere auf Level 20 aufgestuft. Wann wir die anderen Charaktere kriegen, sehen wir noch. Und damit beende ich den Part. Und falls ihr noch mehr Dragon Ball sehen wollt, und jetzt könnt ihr jetzt so warten, bis ich meinen nächsten Part veröffentliche. Es gibt sogar einen coolen Let's Player, und zwar Dark Cat LP. Ihr findet den bei mir beim Kanal ja diese schöne Liste, wo ja auch ein paar Kanäle aufgelistet sind. Da findet ihr ihn auch. Der macht auch Dragon Ball ein Let's Play, und zwar Ultimate Tenkaichi. Falls er es noch macht, ich weiß es ja nicht. Ja, Piccolo, du wirst jetzt Ruhe haben. Ich hoffe, ihr guckt auch mal bei ihm vorbei. Es wäre nämlich ganz cool. Er ist richtig kurz, muss ich wirklich sagen. Er macht auch feuerrot. Und damit beende ich jetzt den Part. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar und vergiss die Wertung nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Was dann kommt, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also, bis dann, Leute.